Du sagst mir, du kannst kochen, aber du kannst es nicht, Wesin. Okay. Wesin, du kannst nicht kochen. Wenn er sagt, ich kann nicht kochen, dann hat er wahrscheinlich recht. Aber kochen ist immer relativ. Für ihn ist das kein Kochen. Wenn jetzt du oder jemand anders in meine Küche kommt, so ein Laie von der Stadt, und ich zeige ihm das, dann ist das für ihn Kochen, was ich mache. Du kannst nicht kochen. Aber das musst du nicht so oft wiederholen. Ich hab's verstanden. Und für mich und für mein Team. Kann es nur eine Lösung geben. Und dafür habe ich zwei Vorschläge. Entweder wir lassen dieses XXL-Thema sterben und es gibt einen kompletten Neuanfang. Oder wir machen jetzt den Laden zu. Und wir packen und wir gehen. Die Entscheidung liegt jetzt bei Besim und seiner Familie. Ja, mir geht's ehrlich gesagt gerade gar nicht gut. Weil wenn dir jemand klipp und klar sagt, du hast nur noch zwei Entscheidungen zu treffen, entweder zu oder alles komplett hier ändern. Das größte Problem, Besim will nicht einsehen, dass sein Konzept nicht funktioniert und er sich von seinem Traum verabschieden muss, nur 9 Monate nach der Eröffnung. Ihr habt euch entschieden. Ich möchte schon gerne wissen, was auf mich zukommt, weil ich bin kein Sternekoch oder sonst was. Also ich möchte hier auch nichts anbieten, was jetzt irgendwie... Was du nicht bist. Was ich nicht bin, ja. Was ist in der Küche das so, was du gerne machst? Also ich liebe Burger machen. Ich liebe diese Zusammenstellung vom Burger. Ich möchte wirklich gute Burgers machen. Also ich liebe es einfach, die Sachen zusammenzustellen. Also eins kann ich dir sagen, wenn das ein Burger-Restaurant werden soll, dann bin ich für die Realisierung, für das Coaching... Genau der Richtige. Echt? Wie? Man kann sich das nicht vorstellen, so ein Mann aus dem Fernseher, dass er was mit Burger zu tun hat. Du ziehst dich jetzt an und ich werde es dir zeigen. Sehr gerne. Okay? Okay. Okay. Entscheidung vertagt. Frank Rosin muss Besims Vertrauen gewinnen. Erst wenn er merkt, dass der Sternekoch ihn versteht, wird er seine Hilfe hoffentlich annehmen. Aber du wirst gleich aus allen Wolken fallen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Rosins Restaurants nimmt Frank Rosin einen Schützling mit in seine eigene Vergangenheit. Ja, erzähl mal, Frank, wo sind wir hier? Das ist die Pommesbude meiner Mama. Hier bin ich aufgewachsen. Nee, ne? Ja. 34 Jahre lang war Frank Rosins Mutter Marlies Betreiberin des Glück auf Grills in Dorsten. Komm mal mit. Hallo. Hi. Hallo. Hi. So. Also ich habe mir einiges vorgestellt, ganz ehrlich, aber nicht, dass du mich in so eine Bude bringst. Ja, das ist nicht so eine Bude. Ja. Hier bin ich aufgewachsen. Ja. Und das ist meine Mama und die hat den Laden hier 40 Jahre gemacht. Zwischen Currywurst und Bulette hat der Sternekoch seine ersten Küchenerfahrungen gemacht. Inzwischen führt eine langjährige Mitarbeiterin den Imbiss und er ist immer noch ein Stück Heimat für den Sternekoch. Ihr habt dich aber vermisst bei mir. Ich war doch da gewesen, du warst doch nicht da. Du warst da? Besim versteht langsam, dass Frank Rosin kein abgehobener Sternekoch ist und gewinnt endlich Vertrauen. Der 32-Jährige kann sich bei Currywurst und Pommes langsam zu einer Entscheidung durchringen. Was sagst du? Also die ist echt gut, bei meiner Respekt, also hätte ich nicht gedacht. Ist echt gut, genau das möchte ich machen. Das war für mich halt so ein Zeichen, mit dem kann ich vielleicht auf einer Ebene sprechen. Und das war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich wollte einfach nicht, dass ich rede und rede und der Kerl versteht mich einfach nicht. Aber als er mich dann halt dorthin gebracht hat, habe ich gedacht, ja, das könnte das werden. Das wird kein leichter Weg, aber ich bin bereit, den zu gehen. Und wenn du hier nicht isst, weißt du, dann esse ich das hier. Frank, lass mal anstoßen. Nein, ja, gut. XXL Food King ist jetzt tot. Ich brauche mal einen neuen Namen. Echt? Den Namen auch ändern? Ja, und die Frage ist jetzt, was für einen Namen nehmen wir? Wo sind wir denn hier? Ruhrpott. Also Ruhr und Pott finde ich schon mal ganz wichtig. Ruhrpott-Burger? Gar nicht so schlecht. Oder Pott-Burger?
Pottburger, hört sich auch gut an. Also Pottburger oder Ruhrburger ist mir persönlich egal. Du musst entscheiden, es wird dein Laden. Und du stehst dahinter. Fahr nach Hause, denk nach, besprech das mit der Familie und sag mir das dann morgen. Ja, dann machen wir das. Besim soll über Nacht entscheiden, ob der XXL Food King zum Pottburger wird. So, also überlegst du, schönen Abend und bis morgen. Ne? Danke dir, Frank. Ne? Ja. Bis dann, ciao. Mir war wirklich wichtig, dass Besim einfach weiß, wo komme ich eigentlich her. Ja, damit er Vertrauen gewinnt, damit er mir glaubt. Neuer Tag und die große Frage, ergreift Besim seine letzte Chance und verabschiedet sich von seinem geliebten XXL-Konzept? Tag Nummer 3 in Gladbeck. Ich bin gespannt, wie Besim den gestrigen Tag verarbeitet hat und auch bei dem Neuanfang positiv gegenübersteht. Hi. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Morgen, hi. Guten Morgen. Hi. Grüßt euch. Na? Ja. Wie geht's euch? Ja, soweit so gut, ne? Ja, du hattest uns ja gestern vor die Wahl gestellt gehabt, halt Neuanfang oder halt den Laden zu schließen. Und da haben wir halt überlegt, also die Option zu schließen kam für uns gar nicht in Frage. Mhm. Und Neuanfang, ja, dafür haben wir uns entschieden. Ich finde den Namen Pottburger, der passt zu uns. Wir sind hier aus dem Ruhrpott. Mhm. Dieses Geschäft wird in Zukunft Pottburger heißen. Pottburger, ja. Ja? Gut. Freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch. Pottburger. Das heißt, dann können wir beginnen. Können wir beginnen. In der Küche sollen Besim und sein Freund Hakim gemeinsam kochen. Der Lieferservice wird eingestellt. Service, Gastraum, Küche, Karte und Kalkulation. Eigentlich alles braucht mehr Professionalität. Mein Bauleiter Willi wird gleich kommen. Ja? Was wir aber benötigen, sind Helfer. Das heißt, du gleich telefonieren und bitte gucken, wer kommen kann. Je mehr, desto besser. Ich hab dir gestern ja gesagt, sorry, aber du kannst nicht kochen. Ja, und das nicht nicht nur einmal. Nicht nur einmal, ja. Gut. Trotzdem, ihr wollt den Laden behalten, also orientiere ich mich jetzt an deinem Wissen und versuche dir so schnell und so viel beizubringen, wie es geht. Wir fahren zum besten Metzger der Region und der wird dir mal ein bisschen was über Fleisch erzählen. Und du telefonierst. Ich mach das. Okay, bis gleich. Ja. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen nervös, also in der Hinsicht, was auf mich zukommt oder wie, inwiefern das hier wirklich verändert wird. Weil du weißt ja, ich mag keine Veränderungen.